schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr von dem Spielmodus wollt und ob ihr Tipps habt und wie ihr den Spielmodus allgemein so findet. Hey, meine lieben Spielmodus, willkommen zu einer neuen Folge. Das ist die erste Folge von Minecraft. Irgendwie sowas. Das ist meine allererste Runde. Wir joinen jetzt einfach mal hier in die Map Standard rein. Und es geht direkt los. Ich habe das Ganze noch nie gespielt, Leute. Ich habe keine Ahnung, was sowas da geht. Also ich habe mal ein Video von BM gesehen. Und anscheinend muss man sich da irgendwie so durchbuddeln. Und, Gegner töten. Also man hat hier so eine Mega-Schaufel. Muss ich gerade dann zum Gegner buddeln. Man hat hier auch so ein Unsichtbarkeitstränke und sowas. Mit der kann ich anscheinend sowas ein bisschen was machen. Es wird hier ein bisschen dunkler, denke ich mal, in Videos. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich habe hier ein paar Fackeln, die ich setzen kann. Oh, wir haben Chests gefunden. Und man kann Chests finden. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja ganz nice. Ich buddel mich einfach mal durch und hoffe, dass ich hier eine gute Runde bekomme. Wie gesagt, das ist meine allererste Runde. Ich kann, weiß nicht, Stats vielleicht? Da könnt ihr das so sehen. Ja, hier genau. Kills, bla bla bla. Ich spiele das Spiel jetzt was? Zwei? Okay, Gommel zeigt an. Ich habe schon zwei Spiele gespielt. Das ist aber falsch. Ich habe eigentlich gar keine Spiele gespielt. Das ist meine allererste Runde. Ich habe keine Ahnung von dem Spielmodus. Ich guck mal, dass ich das hier jetzt irgendwie hinbekomme. Und vielleicht irgendwie was Gutes bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr von dem Spielmodus sehen wollt. Da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Okay, wir haben Blindheit bekommen. Aber ich habe hier irgendwo einen gehört. Irgendwo seine XP-Bottles. Irgendwo hier ist einer. Da. Okay, der hat aber richtig gute Rüstung. Da muss ich auf... Was ist da passiert? Ich buddel mich da mal kurz runter. Und dann... Gut, den haben wir, den Fallschaden. Das war ein bisschen Glück, ich geb's zu. Aber mal ganz kurz, jetzt ziehen wir alles an. Und dann müsste ja unten ja wer sein, ne? Wenn ich hier... Ja, ich höre hier einen. Moment, da ist einer. Den, so, Kistenrefill. Aber den haben wir auch. Nice, okay, gut. Wir sind hier ganz gut. Hier haben wir einen Night Vision. Einen Helm, den habe ich, glaube ich, schon. Einen Swiftness Potion, Cobwebs und einen Bogen. Sehr gut. Okay, ich gebe jetzt erstmal diesen Swiftness Potion und den, habe ich hier nur Night Vision? Genau, Night Vision gebe ich mir auch mal. So, dann haben wir jetzt sehr gute Sicht. Dann nehme ich das Steinschwert da. So, und Visibility tränken wir gleich mal nach. Und dann, sehen wir es noch zwei. Also, wir sind schon Finale. Vielleicht gewinne ich ja die allererste Runde. Das wäre ja mal ultra fresh, wenn das klappen würde. Ich bin übrigens über ultra müde. Ich werde es nicht aufnehmen und wahrscheinlich direkt danach schlafen gehen oder sowas. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich hier ein bisschen später komme wie sonst. Einfach aus dem Grund, weil ich halt direkt schlafen gehe. So, wir haben jetzt eine super... Alter, was ist das für eine Schaufel, Alter? Such gerade meinen Gegner. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das ist so ein... Also, das habe ich bei BM in der Runde auch gesehen. Dass das ein Problem werden kann, halt, dass eben... Man nicht weiß, wo der letzte Gegner ist und deswegen dann die ganze Zeit rumrennt. Aber ich höre ihn hier irgendwo. Ich glaube, er ist da oben. Ich weiß nicht, habe ich den irgendwo gehört? Inventar... What the fuck, Alter? Mein ganzes Inventar ist weg. Okay, das habe ich gerade nicht gerechnet. Das muss ich ganz für mich hier so wieder sortieren. Ich suche gerade die ganze Zeit meinen Gegner, aber der scheint irgendwie nicht zu kommen. Meine Night Vision endet auch bald, das ist das Problem. Aber, oh, wir haben eine Kiste gefunden. Okay, da ist Bullshit drin, da wäre, ich habe eh schon das fast beste Equip, glaube ich. Aber, und Dynamit, oh, the fuck, Dynamiterde. Okay. Da ist einiges gesprengt worden. Ich spreng jetzt einfach hier mal ein bisschen was frei, ne? In der Hoffnung, dass ich den da vielleicht so finde. Okay, unsere Ding ist leider weg, unsere Night Vision, aber Experience Erde, was bringt mir denn Experience Erde? Also ich weiß, dass ich dann ein Ding bekomme und alles. Experience, aber was soll das denn bringen, wenn ich einen Enchantment Table habe? Heißt, ihr Tipps für mich habt in dem Modus? Dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, da habe ich gerade was weggesprengt. Ich suche den immer noch, nämlich. Ich schreibe mal, wo er ist. Also falls ihr Tipps für den Modus habt, dann schreibt mir das echt mal gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich bin ja echt noch ein sehr guter Anfänger, denke ich mal, in dem Modus. Also ich habe da echt noch gar keinen Plan, ob es irgendwelche Taktiken gibt, die ich da fahren kann. Switch, okay, ich bin geswitcht worden. Okay, er ist da unten. So, jetzt. Den hole ich mir. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Wo ist er hin? Da ist ein Enchantment Table. Ja, nice. Unbreaking und Sharpness und Power. Und dann gebe ich dir jetzt hier. So, Leute. Wir haben also Power drauf gegeben. Gut. Wir haben das Ziel mit Cyber auch bekommen. Wir haben die allererste Runde, die ich gespielt habe, gewonnen. Da sieht man auch Fair Play. Leute, ihr wisst, dass ich immer GG schreibe. Und da sieht man auch so. Das ist ja die erste Runde. Also irgendwie kommen wir ja zu gemeint. Ich habe schon zwei Runden gemacht, aber. Ja, hier gespielt ist immer noch zwei. Okay, ich glaube, es spackt einfach so ein bisschen rum, keine Ahnung. Also, ich habe echt noch keine einzige Runde gespielt, wirklich, Leute. War meine allererste. Vielleicht habe ich mal kurz reingejoint oder so, bin wieder geliebt. Vielleicht zählt das als
Spiel. Ja, auf jeden Fall, eine richtige Unreal habe ich noch nie gespielt, das war meine allererste und ich fand, also es war ganz cool, es ist eine ganz coole Abwechslung, der Spielmodus ist jetzt nicht das atemberaubendste, aber ist eine ganz coole Abwechslung, wie gesagt, würde ich öfter hochladen, wenn ihr Bock drauf habt, ist eine ganz coole Möglichkeit, wahrscheinlich aufzunehmen. Ich mach's mal nur eine Runde, weil ich nicht weiß, wie euch das Ganze gefallen wird, deswegen schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr von dem Spielmodus wollt und ob ihr Tipps habt und wie ihr den Spielmodus allgemein so findet. Es kann ja sein, dass ihr den Spielmodus so gerne privat spielt, aber zum Zuschauen langweilig findet, kann ja sein, ne? Gut, dann war's eigentlich mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet. Vielleicht schaffen wir 30 Likes für den neuen Spielmodus, obwohl jetzt auch nicht mehr so neu ist, aber vielleicht schaffen wir 30 Likes. Wäre dicke, dicke Fresh von euch. Ja, ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr morgen sehen wollt oder ob ihr nochmal so einen Modus sehen wollt, also diesen Molecraft, ob ihr das nochmal sehen wollt. Morgen sehen wir es dann. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt, was ihr mir für Tipps geben könnt, ob ihr den Spielmodus mögt. Bis morgen. Ciao, meine lieben Kiwis.